Sie haben 2 Stunden Zeit, um die Stadt zu verlassen. Wenn Sie so ein anderes Verständnis von Demokratie haben, sollten Sie darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Falls wir oder einer unserer Kollegen Sie danach noch einmal überprüfen sollten, werden Sie dem Haftrichter vorgeführt. Mit diesen Worten ließ mich ein Polizist sprachlos stehen. Mit diesen Worten wurde ich am Freitag gegen 12:30 Uhr aus einer Personenkontrolle entlassen. Das, was ich während der Blockupy-Aktionstage gesehen habe, lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Neben vielen sehr netten Gesprächen mit Polizisten, Passanten, Ladenbesitzern und Brezelmännern, friedlichen Platzbesetzungen und Trommelsessions gab es ebenso Szenen, die mich sehr wütend gemacht haben. Dass viele Polizisten nicht identifizierbar waren, dass sie Masken trugen, die nur noch ihre Augen sichtbar ließen, hat mir Angst gemacht und mir mehr als zuvor zu denken gegeben. Was sich in Frankfurt 4 Tage lang abgespielt hat, zeigt, wie wenig unsere Demokratie wert ist, wenn es darum geht, globale Kapitalflüsse zu sichern. Kontrollen, Einkesselung, Gewalt und Festnahmen. In diesen Tagen habe ich mich zum Staatsfeind gemacht gefühlt. Die Polizisten auf der Straße haben nicht für Recht und Ordnung gesorgt. Sie haben die Drecksarbeit für ein System gemacht, das die herrschenden Eliten aus Wirtschaft und Politik um jeden Preis halten wollen. Was mir an Staatsgewalt entgegenkam, war maßlos übertrieben und eher eskalierend als deeskalierend. Trotz so mancher Schikane sind wir friedlich, kreativ und bunt und umso entschlossener auf den Straßen und Plätzen geblieben. Meinungen, die die Funktionsweise dieses Systems in aller Öffentlichkeit in Frage stellen, um darüber nachzudenken, wie Menschen anders zusammenleben und wirtschaften können, sollten nicht gehört werden. Egal wie sehr die Menschen darunter leiden, egal wie viele Menschen dagegen demonstrieren und egal wie viele Menschen jeden Tag infolge des Kapitalismus sterben. Vielleicht hatte der Polizist recht und ich muss wirklich irgendwann in ein anderes Land ziehen. Krisen führen zu Demonstrationen, die nur so lange akzeptiert werden, solange sie das System nicht grundsätzlich in Frage stellen.